Servus und hallo und herzlich willkommen, meine Schlawiner. Hier ist wieder euer Kernhöll-Mediziner. Ich darf auch meine lieben Sturmfans begrüßen, die meine Videos hier verfolgen. Mein Herz schlägt für den SK Sturm. Was will ich sagen? Ja, ihr seid meine Fans des Prognosevideos für den SK Sturm. Und Sturm gegen Fenerbahce zu Hause ging ja 1:2 aus. Das Prognosevideo hat aber 0:2 vorgeschlagen. Fenerbahce spielte eigentlich nicht gut, finde ich jetzt. Waren zwei Glückstore dabei. Ich finde, da hat der Goalie Stellungsfehler gemacht. Das Eigentor wäre niemals passiert, wenn Siebenhandel nicht rausgekommen wäre. Beim zweiten Tor für Fenerbahce hätte er am selben Fleck stehen bleiben müssen. Er ging aber hinaus, dann wieder zurück hinein, weil er sich nicht entscheiden konnte. Naja, das Spiel ist vorbei, kann passieren, muss aber nicht passieren. Ich schätze mal, wir könnten mit einem 1:0 dieses Spiel drehen, eventuell, oder mit einem 1:0 Erfolg auswärts. Aber jetzt ist Vergangenes egal. Ich hatte gestern keine Stimme mehr, den ganzen Tag, an einem wundervollen Samstag und an einem wundervollen Freitag. Meine Stimme war komplett kaputt. Was will ich damit sagen? Die Stimme ist wieder da. Ich habe mir die Seele aus dem Leib geschrien. Und es steht das Prognosevideo an. Austria Wien gegen den SK Buntigammer Sturm Graz. Und da starten wir direkt rein. Ich glaube, dass die Form hier übernommen wurde. Schauen wir nur kurz rein. Kinas Bastian nicht. Den haben wir nicht noch rausgegeben. Wir stehen hier Zulöchner rein. Schubert rein. Schul statt Ovenstadt. Das machen wir so. Maresic statt Spendelhofer. Lykoganis wechselt da in die Mitte und statt Scheusengeier kommt hier. Wo ist er? Potzmann zum Einsatz. Wir nehmen Siebenhandel mit. Tauschen hier gegen Skrivenek aus. Maresic, Lykoganis, Koch, Husbeck, Röcher und hier kommt auch noch ein gewisser Hirländer, der ein wunderschönes 1:0 gegen Fenerbahce Istanbul geschossen hat. Jetzt sind die bösen Violetten dran. Nein, sie sind nicht böse, aber ihr wisst schon. So. Das ist das Austria gegen Sturm Graz. Und ich bin gespannt, wie dieses Prognosevideo ausgeht. Ja, es war ein schönes Spiel gegen Fenerbahce. Jetzt ist wieder der Liga-Alltag angesagt. Sturm gegen Austria in Wien bei den Favoriten an. Und wir sehen uns hier die ersten 45 Minuten mal an. Potzmann auf Röcher. Röcher verlierte den Ball an der Schuri. Serbest. Rotbuller, der eigentlich gar nicht spielt. Aber ich gehe nicht die komplette Mannschaft hier umstellen. Oh, Holzhauser. Filipovic. Ja, meine lieben Freunde, schreibt in die Kommentare, von welchem Spieler des SK Sturms ihr am meisten haltet. Hier ist leider kein Schmidt mit dabei, der schon einige Aktionen geschossen hat, gute Aktionen. Ich finde auch, dass Siebenhandel nicht unbedingt ins Tor gehört. Da ist mir ein Christian Grazei viel stärker. Ein Schützenauer hätte Potenzial. Ich weiß, dass die besten Torhüter wären. Vor allem Ehmann, Schützenauer wären da echtes Potenzial. Wenn schon ein Grazei nicht mehr richtig spielen möchte. Er hat mal irgendwann im Training gemeint, er möchte nicht spielen. Röcher. Schön gemacht. 7 Hirländer. Ui, die Austria sperrt sich da hinten ein. Koch, Koch, Koch in Manier des Herrn von und zu.
Robben-Eiern. So, schauen wir mal. Röcher mit der Ecke. Schöner Kopfball. Da ist Grünwald, aber Lovric holt sich den Ball zurück. Einwurf für Austria. Mhm, okay, nicht schlecht. Die Austria macht das nicht schlecht. Auswärts spielt man ganz gut bei Sturm eigentlich. So. Marcinko. Schöner kämpft von Hierländer auf Cego, aber der verliert wieder mal den Ball. Sehr schade. Wenn man so auftritt wie gegen Fenerbahce jetzt am Donnerstag, dann könnte man sogar um die Meisterschaft mitspielen. Maresic kämpft sich den Ball. Super Pass auf Zulechner. Zulechner muss den Ball nur mehr querlegen. Was für eine Chance, aber hat Zikic. Macht die zunichte. Sehr, sehr bitter. Für den SK Sturm. Ah, Kajole ist einer der lästigsten Spieler überhaupt. Dashuri. So, Schull. Schnelles Umschaltspiel vielleicht des SK Sturm. Cego auf die Außenbahn. Der wieder zurück. Schön gemacht. Aber der Pass kommt nicht an. Da ist Cego einfach zu schwach dran. So. Grünwald. Oh, was für eine Batzerei hier. Die Austria. Oh, komm schon. Foul oder nicht foul? Das ist hier die Frage. Es war ballberührt meines Erachtens. Ein Freistoß, der geht direkt aufs Tor, aber Siebenhandel ist hier zur Stelle. Sehr schön gemacht, Röcher. Da ist jetzt Koch. Koch läuft hier auf und davon. Das gibt's nicht gegen seine Ex-Kollegen. Und Sturm tut sich hier gar nicht schwer. Aber jetzt mal die erste Chance, mehr oder weniger. Maresic verstolpert sich da ein wenig. Aber es ist nichts passiert. Deswegen geht das Spiel weiter. Foul von hinten eigentlich. Sehr nett. Zulechner auf Röcher. Der zieht nach innen. Schön den Ball erkämpft. Super, kein Abseits. Jetzt, da muss er es machen. James Cego. Was für ein Tor von James Alexander Cego, der Austro-Australier. Schauen wir uns noch einmal die Wiederholung an. Knapp in der Linie, der Abseitslinie. War knapp nicht vorne. Da musst du Auge mal B haben. Und deswegen steht es 1:0. Für den SK Sturm in der 33. Minute durch James Cego. Die Austria wird sich das nicht länger gefallen lassen und wird sich wehren. Die haben gegen Limassol, gegen den zypriotischen Verein, Zulechner jetzt mal. Zulechner wird hier gezogen. Zulechner, jetzt muss es machen, das gibt's nicht. Wird hier in einer Tour gezogen. Die haben gegen einen zypriotischen Verein aus Zypern natürlich, Limassol, 0:0 gespielt, was ziemlich schwach ist zu Hause. So, schön hier Länder mit der Flanke und abgekatert hier das Spiel, schön gemacht. Hier, ja, da ist Botsmann, der ist auf der Außenbahn ziemlich stark. Botsmann, Marvin Botsmann. Schade. Nächste Ecke. Ui, aber den hat Hatzikic. Schreibt es mir in die Kommentare, wie das Spiel gegen die Austria wirklich ausgehen wird. Und wo ihr es anseht. Entweder im Auswärtssektor in Wien oder im Fernsehen.
Ich ziehe es mir auf Sky rein. Diese Hitze ist unerträglich. Mir war es auch im Stadion viel zu warm. Sehr schwül. Diese extreme Wärme kommt ja jetzt auf uns zu. Oh, das war ein knappes Foul. Jetzt mal wieder Eckball. Hui, Hirländer hat eine Granate drauf. 45 Minuten gespielt. 3 Minuten gibt es noch oben drauf. Und dann dürfte es beendet sein. Die erste Halbzeit. Ja. Sehr gut. Hui, 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 hui. Weiter geht's in die zweite Halbzeit. Ganz kompromisslos mit derselben Formation wie in der ersten Halbzeit. Striger, Serbest, Kajode. Schöner kämpft. Da ist Hirländer, der ist schnell unterwegs. Hirländer macht das sehr fein. Hirländer, schöne Flanke und... Das war Thorsten Röcher mit der Riesengelegenheit in der 48. Minute zum 2:0. Und er geht knapp am Kreuzeck vorbei. Thorsten Röcher mit der Riesentorschance. So. Austria weiter gar nicht so schlecht. Wir haben hier auswärts 7 Torschüsse. Was für ein brutales Foul jetzt. Röcher auf... Zulechner, Zulechner, was für eine Bombe zum 2:0 durch Philipp Zulechner. Ob der wirklich spielt, ist fraglich. Der hat ja eine kleine Prellung. Ich habe ihn trotzdem mal aufgestellt. Kann ja sein, dass er rechtzeitig fit wird. Schätze ich aber nicht. Der hat eine schwere, hat sich schwer verletzt beim Spiel gegen Fenerbahce. Ist aber kein Riss oder irgendwas. Ja, 2:0, 51. Minute. Holzhauser auf Kajode. Pires, Pires. Diego, Lovric. Jetzt läuft das Werkerl. Oh, schade. 55 Minuten gespielt. Serbest. Da verdutzt sich Marcinko. Schade. Das hier für die Austria. Ha, was macht der denn hier? Soll den Ball ganz normal weiterspielen? Aber Hirländer, er kämpft den Ball zurück. Und jetzt geht der nächste Angriff los. Schön gemacht und nächste Bombe aufs Tor. Aber haltbar für Hatzikic. Macht das sehr fein, Hatzikic. Bleibt hier einfach ruhig. Da ist Hirländer. Hirländer. Und Hatzikic. Sturm bleibt weiterhin am Drücker. Die Austria nicht sehr stark. Da ist Maresic. Legt den auf Lovric. So, sollen wir wechseln? Schauen wir mal rein. Zulechner geht raus. Wer kommt statt ihn? Komischerweise Salah hier nicht von Beginn an. Deswegen kommt er jetzt. Teni Allah. Was natürlich auch nicht der Realität entspricht etwas. Und auch nicht die Formation ist von Franco Foda. So, ab, gut erkämpft. Lyko Ganis. Lyko Ganis. Ach du Scheiße. Versuchte das Ganze hier alleine aufzuziehen, aber Hirländer hier mal den Angriff gestoppt. Nicht schlecht. Und die Austria macht das sehr fein. Das Schuri. Schöner Pass auf Grünwald. Fall von hinten von Lovric. Was ist jetzt hier los? Das könnte sehr bitter ausfallen. Das war ein hartes Foul. Gibt es hier eine rote Karte? Nein, es gibt nicht einmal eine Karte, sondern eine Ermahnung für Sandy Lovric.
So, Vorsicht. Achtung. Ui, 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 aber die Sturmabwehr hält dicht. Aber Lovric hier mit dem Gegenangriff sieht hier auf der Außenbahn einen mitgehen. Jetzt hat er den Ball verloren, aber er kämpft sich weiterhin den Ball hier, Länder. Ach Gott. So, nächster Wechsel. Schauen wir mal, wer da noch reinkommen könnte. Philipp Husbeck. Und auf der Außenbahn ein gewisser Schubert, damit wir die Offensive verstärken und weiterhin am Drücker bleiben. Wer macht hier was? Schul sollte die Ecke von links hier machen. Macht das ganz gut, aber der dreht sich zu weit hinein. Schade. Sturm bleibt am Drücker. Sehr gut. Sehr best. Schöner kämpft von Schubert. Fabian Schubert, der Ex-Rieder. Allah sieht das hier auf der Außenbahn. Husbeck in den Strafraum zieht. Husbeck, was macht Husbeck? Das gibt's nicht. Jens Trigger-Larsen fälscht den eiskalt ab. Nächste Ecke und nächste Torgelegenheit. Da lassen wir wieder Schul dran. Ah, na, das ist Schubert gewesen, das wollten wir auch nicht. Der bringt den fast aufs Tor. Da ist Husbeck. Bleibt aber hängen an die Paula. Kämpft sich aber den Ball wieder zurück. Diego. Ah, das macht er fein. Schade. Dass hier keiner mehr durchkommen könnte. Aber ein weiteres Tor wäre natürlich nicht schlecht. Auswärts gegen die Austria mit einem 13-0 wäre nicht schlecht. So. Marcinko. Jetzt spielt nun mal die Austria. Sie sind... versuchen hier den Anschlusstreffer zu kassieren. Fink ist auf der Außenbahn ziemlich, auf der Trainerbank ziemlich böse und machtlos. Denzelt hier auf und ab. Sehr gut gespielt, Koch. Da bleibt wieder ein Husbeck hängen. Kajode, der ist noch gar nicht aufgefallen. Und Eckball für die Austria. Schön gemacht. Und jetzt muss Maresic laufen nur mehr. Maresic braucht nur mehr aufs Tor zu laufen. Ah, der wird hier eingeholt. Hat Sikic. Maresic ist schon ziemlich schlaff, sage ich. Schlapp. So, schön gemacht. Den kriegt aber nicht durch an Rotbuller. Und Husbeck. Bleibt hier weiterhin dran. ...88 Minuten gespielt. Kajode. Kajode im Strafraum. Ui, das war sehr knapp. Ach komm schon. Jetzt werden die Sturmspieler hier müde und müde. Und das war abseits. 4 Minuten Nachspielzeit gibt es noch oben drauf. Wegen diverser Wechsel, wegen diverser gelben Karten. Diego. Koch. Wieder gut gemacht. Und da wechselt er in die Tiefe. Allah, Tini Allah. Und da ist Schul. Schönes Tor von Peter Schul. 0-3. Ob es wirklich so wird, wäre ein atemberaubender Traum. Peter Schul. So. Ja, der Schiedsrichter pfeift ab. Und damit, meine lieben Freunde, möchte ich mich recht herzlich bedanken fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder gegen
beim Prognosevideo im Auswärtsspiel gegen Fenerbahce Istanbul. Danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ihr seid eine tolle.